Ja, herzlich willkommen bei Avanti on Tour und dem Caravansalon 2022. Wir sind natürlich wieder bei unseren Freunden von Globetraveler am Messestand und hier haben wir auch eine Neuheit. Und zwar den Globetraveler 2X. Ja, den 2XS haben wir schon vorgestellt auf 5,99 und das ganze Konzept hat man jetzt auf 6,36 nochmal erweitert. Und was da so alles anders ist, da schauen wir jetzt mal rein. Ja, ganz ungewöhnlich für Globetraveler, das Fahrzeug baut auf einem Fiat auf. Das hatten wir so auch noch nicht gesehen in den ganzen Videos, die wir bisher für Globetraveler gemacht haben. Ein Fiat hatten wir noch nicht. In der Regel baut Globe auf Peugeot. Na, ist klar, Susanne Markötter ist natürlich hier auch mit Peugeot ziemlich verbandelt. Und deshalb, ja. Aber hier haben wir jetzt ein Fiat. Muss halt nehmen, was gerade lieferbar ist. Von außen hat er sich jetzt nicht großartig verändert gegenüber den letzten Modellen. Ne? Ihr seht, wir haben jetzt 10 Jahre Globetraveler und dafür auch die Sonderbeklebung. Wir haben eine Dieselheizung. Ja, ansonsten, das Ganze baut auf dem Explorer auf. Also bedeutet Explorer bei Globe ist immer, wir haben das normale H3 Superhochdach ohne die GFK-Komponenten, die Globe ja bei den Voyager-Modellen dann oben drauf setzt. Das gibt es halt beim Explorer nicht. Aber trotz allem ein schickes Fahrzeug. Vor allen Dingen hat der jetzt als 2X innen drin mal richtig Raum gewonnen. Ja, vorne ist noch besetzt, deswegen fangen wir ganz ungewöhnlich mit der Heckgarage an. Ich habe ja schon bisher in den Messevideos immer gesagt, wir halten dieses Jahr die Messevideos deutlich kürzer, um euch einfach mal nur einen Überblick zu geben, was es hier an Fahrzeugen gibt. Da haben wir den Gaskasten. Ja, da hinten, oh, muss ich jetzt mal reinkrabbeln, das ist nicht ganz so einfach, mit 51. Ah, da haben wir die Batterie, Solarregler, natürlich von Victron Energy. Hier kommt nichts Preiswertes rein. Wir haben einen 120 Ah Lithium-Akku. Na? Irgendwas rauscht hier, keine Ahnung, irgendein Lüfter. Ja, dann haben wir hier das Reparaturset für die Reifen. Und, oh Leute, 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 da kommt man kaum rein. Ne? Da sitzt die Dieselheizung und der Frostwächter. Und da haben wir die Bordelektrik. Moment, gibt es auch hell. Ne? Da haben wir die Bordelektrik mit dem zentralen Ausschalter. Alles super ordentlich verlegt. Ja, auch so schöne Details bei Globe, ne, hier die Edelstahlkante. Ja, ansonsten ist der hier hinten natürlich zu. So, hier haben wir wieder den bewährten und bekannten. Aha, da kommt man natürlich auch von innen dran, klaro. Ja, hier hat man jetzt auch noch zusätzlich, gibt es hier noch eine, ja, wie so eine Art Einlage, falls man mit dem Hund unterwegs ist. Moment. Moment. Die I can show you. Aha. Da ist sie. Die. Also, gesetzt dem Fall, die Tür ist zu. Ja. Fällt der Hund nicht mehr da rein. Und für kleine Leute wie mich kann man das auch zusätzlich nutzen, um hinten aufs Bett zu krabbeln. Okay, dann hopp hopp. Zeig uns das mal. So kleine Details. Da macht man sich halt ein bisschen Kopf bei Globe. Ah, und dann kommen noch kleine Leute ohne Probleme aufs Bett. Ja, jetzt lassen wir mal den Blick schweifen im 2X. Das ist natürlich ein Raumgefühl, was man hier hat. Der ist natürlich konsequent auf zwei Personen ausgelegt. Ne? Das heißt, wir haben hier eine kleine Sitzecke. Komm ruhig rein. Ja. Da muss ich hier nicht alleine quatschen. Mach ich doch. Jetzt läuft sie mir vor die Kamera. Ah. Da sitzt sie. Ja, gemütlich. Ja, und man hat das Ganze jetzt halt erweitert um diese 40 cm. Der Weinkühler ist leider weg. Den haben sie nicht mehr. Den liefert wohl Dometic nicht mehr. Aber hier haben wir jetzt zusätzlich noch einen kleinen Apothekerschrank. Ja. So, zeig du uns mal die Küche. Ja, ist doch mein Job hier. Ich wollte gerade sagen, ich kletter mal aufs Bett. So. Also, wir haben ein großes Spülbecken. Wir haben einen Zwei-Flammen-Kocher von Dometic. Fangen wir mal links an.
eine kleine Schublade. Aha. Mit der Fernbedienung für den Max-Fan. Ach, natürlich Max-Fan eingebaut hier oben, ne? Der Schrank, den wir, Moment. Schon, so. Den wir ja schon von außen gesehen haben. Ja. Eine etwas größere Schublade. Eine etwas komische Schublade. Wobei, hier fehlt mir so ein bisschen so die Einteilung für Besteck oder so. Ja, wollen wir gleich mal zurückmelden. Ja. Und da haben wir auch noch so eine. Also ja, die schön, ist schön tief, hoch. Tief hoch, fällt auch nichts raus, rechts und links. Also auch hier muss ich wieder sagen, die Farben der Kamera sind wirklich original. Also das hier ist wirklich ziemlich gelb, orange. Ja, weil es ja auch orange angeleuchtet ist. Ja, ja. Also, ja, da oben haben wir noch ein paar Oberschränke. Ja. Ja, und wie man natürlich hier generell in dem Auto, ja, so ein Gewürzschränkchen, ne? Wie man natürlich hier generell in dem Auto überall diese unsichtbaren Oberschränke haben, wenn er hier mal guckt. Moment. Und auch hier am Bett. Alle nur mit Druck zu bedienen. Ja, und das hat Slavka gerade schon gesagt. Sie weiß, dass ich das Bett für zu eng ansehe. Da bleibe ich auch bei für zwei Personen. Aber es gibt Leute, die kommen da gut mit zurecht. Und meine Güte, wer es mag. Jo, den Seitenschrank hat man auch erweitert. Ja, also es mutet jetzt hier fast schon wie so eine Kaffeebar an. Ne? Hier fehlt eigentlich nur noch die Kaffeemaschine. Der Vollautomat. Ja. Der Vollautomat. Eine große Schublade. Noch eine Schublade. Also hier kriegt ihr wirklich Zeug unter. Und hier haben wir was Neues. Und zwar ein Mülltrennsystem. Ja. Ne, also hier, was weiß ich, für Plastik. Also das, was ihr am meisten habt, Plastik etc. Und da hinten Rest, Bio, wie auch immer. Also finde ich gar nicht schlecht. Nee, finde ich gut. Und dann der Kühlschrank sitzt daneben? Der Kühlschrank sitzt daneben, beidseitig zu öffnen. Also auch vom Bett aus erreichbar. Mhm. Was mir, ich sag das jetzt nicht, weil wir halt wirklich mit Globetraveler halt auch befreundet sind, aber was ich halt gut finde bei ihm im Vergleich zu einem Mitbewerber ist, dass die Küche an der Türöffnung steht. Na? Also, sag mal ruhig jetzt mal. Ne? Dahin rausgucken. Gibt halt andere Anbieter in einem ähnlichen Segment, werden auch in Polen produziert, nennt jetzt keine Namen, aber die haben die Küche dann hier. Und das gefällt mir da hinten deutlich besser. Was? Weil kleine Leute können beim Kochen rausgucken. Bei Großen wird es schwierig, die gucken vor die Wand. Ja, Slavka ist auch ganz stolz auf den Spiegel, den man jetzt natürlich hier in dem Grundriss einbauen konnte. Wie hat sich's begründet? Wenn man wieder in die Zivilisation zurückkehrt, sollte man checken, ob man auch gut aussieht. Und dahinter haben wir einen Schrank. Dahinter versteckt sich der Schrank, jawohl. Auch hier nur mit diesem Drückmechanismus. Ja, da muss man die Sachen halt... Ihr habt eine Kleiderstange, ihr habt hier oben noch ein Fach. Hier rechts und links sind Fächer. Ja. Aber ich denke, die meisten Sachen würde ich in den Die kriegst du in die Oberschränke runter. Da kann man auch mal reingucken. Also da ist auch... Da ist auch Platz. Gut, da ist jetzt das Fernsehen vorgesehen. Aber hier... Ja, aber du hast noch 1, 2, 3 da und über der Dinette geht es ja weiter. Ja, da ist... Das ist ja eine komplette Front. Was ich eigentlich schön finde, weil es das Ganze nicht so unterbricht. Ja. Jetzt gehen wir mal ins Bad und das ist mein persönliches Highlight. Ja, der Durchgang ist etwas schmal, aber was Globe dahinter verbaut, glaubt ihr nicht? Und jetzt wird's hell. Eine Biotoy Trocken-Trenntoilette. Man muss es genauer sagen, eine Komposttoilette. Die haben wir ja auch. Und da sind wir total happy mit dem Ding. Ich guck mal rein. Ja, die ist leer. Also das war die beste Investition, die wir für den Hümer geschafft haben oder angeschafft haben, war diese Trockentrenntoilette. Das Ding ist einfach Wahnsinn. Und ich finde es gut, dass wir auch Händler und Hersteller haben, die das Konzept jetzt auch mal zumindest optional anbieten. Ja, das sage ich in jedem Video über die Biotoy. Die gewinnt keinen Designpreis, aber sie ist ultra praktisch. Und für zwei Personen kann man ungefähr sagen, der Urinbehälter, 3-4 Tage. Da vorne und hinten der Behälter 3 Wochen, 4 Wochen ohne Probleme. Ja, und da sieht man, dass die eigentlich ja für den Nugget konzipierte Biotoy auch hier in so einen Grundriss wunderbar reinpasst. Wir haben da oben drüber noch ein Klappwaschbecken. Gehen wir hier rein mit euch. Ne? Oh, das geht. Boah, ziemlich schwer ging ich hoch. Also ein super Badabteil auch zum Duschen. Top geeignet.
Und man kann es auch gut mit Mikrofaserlappen nachher trocken machen. Also nicht schlecht und kleiner Haken. Ja, hier jede Menge offene Ablagen, USB-Steckdosen und natürlich wie überall im Globe dieser, was ist es, Velour? Das ist Velour, ne? Velour, ja. Ja. Wieder die noch ein paar Bodenklappen. Da haben wir die Reinigungsöffnung, ja. Da haben wir noch ein Fach. Unterm Tisch ist auch noch eins. Bin ich jetzt aber schlecht angehoben, nee. Weil, aber ich nehme an, dass das auch Stauraum ist. Ja, hier gibt es optional auch noch ein Safe. Der ist dann hier in dem Bereich verbaut. Und hier gibt es noch eine Schublade. Ist noch Schublade. Moment, ich mache euch mal Sonja etwas heller. So. Na, also, wie gesagt, für zwei Personen völlig, ja nicht nur ausreichend. Ich habe auch nicht Platz für mein Strickzeug. Guck mal, unterm Tisch ist noch so ein Regelchen. Okay. Schick. So, da draußen steht schon unser Kaffee. Ja. Deshalb machen wir jetzt schnell noch die Abmoderation und dann gibt's Käffchen. Ich gehe mal ein bisschen runter, damit sie einmal größer ist als ich. Jo, das war der Explorer 2X. Von Globe Traveler hier in Halle 15. Schaut es euch an hier auf dem Caravansalon, solange er noch läuft. Und ansonsten gerne auch bei Susanne Markhötter in Bad Salzuflen, der eigentlich nächste Händler für Globe Traveler hier bei uns von hier aus, im ja. Ruhrgebiet. Macht's gut, bis zum nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Tschüss.